Ja, geschätzte Frau Kahl von der SPD, Ihre SPD und die Ampel in Berlin, die wollen ja sozusagen im Alleingang mit Deutschland die Welt in Anführungszeichen retten und den CO2-Ausstoß sinken. Das läuft überall in der Welt woanders, da wo die Wirtschaft noch boomt, wo es noch Teile, wo Teile noch produziert werden. In China hat man 19 Mal einen höheren CO2-Ausstoß als bei uns. Sie haben einen Plan bis 2025 sogar noch mal das 1,7-fache dessen draufzusatteln, was wir momentan komplett verbrauchen. Das heißt, unsere Wirtschaft wird durch Sie, durch die SPD, durch die Ampel kaputt gemacht. Die Industriebetriebe wandern ab, die Menschen werden arbeitslos. Frage. Ich möchte von Ihnen wissen, wie lange das noch weitergehen kann und wann Sie sich vielleicht mal hier in Bayern, Sie sind ja jetzt bei 6% angekommen mit der SPD, dagegen auflehnen und endlich wieder eine Energiesicherheit gewährleisten, und zwar ohne Flatterstrom, den man ja jetzt auch nur noch mit Gas ausgleichen könnte, was aber nicht möglich ist. Bitte, Frau Kollegin. Herr Professor Hahn, wenn Sie sich nicht immer nur in Ihrer eigenen Blase bewegen würden, dann wüssten Sie wissen, dass gerade unser Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Idee eines Klimaclubs nämlich genau das Thema aufgreift, dass Klimaschutz nur global gelingen kann. Und natürlich nehmen wir zur Kenntnis, dass Länder, die sich noch entwickeln, momentan wesentlich mehr CO2 ausstoßen. Wir haben das ja schon alles hinter uns und müssen jetzt hier Vorreiter sein und die Lösungen vorlegen. Und ich denke, das reicht jetzt auch an Antwort. Dankeschön.